Dürfte ich Sie was fragen? Wie heißen Sie denn? Rainer. Kennen Sie den Grafen dort oben? Und? Perversling. Sag ich doch. Und das ist noch nicht alles. Was denn noch? Hier verschwinden immer wieder Menschen. Manche sagen ja, der wäre ein Vampir. Vor ein paar Monaten haben sie oben im Wald wieder drei Wanderer tot aufgefunden. Gleich bei der Burg. Das steckt ja doch bestimmt dahinter. Okay, und laufen Ermittlungen? Nee. Also ich weiß nicht. Ich habe davon gehört. Also ich muss dann mal wieder. Hallo und herzlich willkommen bei den Alltagsexperten. Ich bin Oliver und ich besuche hier heute Michael. Michael ist Möbelpacker und somit absoluter Experte für körperliche Belastung. Hallo Michael. Hallo Olli. Hi. Ja, das kann man schon sagen, weil wir schleppen nämlich schon eine ganze Menge hier. Sag mal, wie lange machst du den Job schon? So 16 Jahre. 16 Jahre, diesen harten Job? Ja, ich muss auch zugeben, am Anfang hatte ich schon meine Schwierigkeiten, besonders mit Rückenschmerzen. Und heute? Also mittlerweile kann ich schon gut einschätzen, wo ich mich stark machen muss, um die Wirbelsäule zu entlasten. Aber Belastung hast du natürlich immer. Ja klar, was ist, wenn du mal doch Schmerzen hast? Was machst du dann? Da bin ich ganz gut ausgerüstet. Hier mit meinem Doc Ibuprofen Schmerzgel. Moin. Kann ich rein? Was ist? Sag mal, bist du auf dem Sprung? Weil die Tasche da steht. Unsere Mutter hat mich gebeten, dass ich hier mal vorbeischaue. Sag mal, du wolltest doch mit der Renovierung schon vor Jahren fertig sein. Oder wie sehe ich das? Hm? Was ist da los? Guck mal, ich bin dein Scheiß, du Jesus-Freak. Wie war das? Was machst du da? Ich hoffe mit dir. Hey! Komm raus aus meinem Taxi. Komm raus. Raus. Was ist mit dir? Verdammten Junkies! Wichser! Was? Oh, Scheiße! So nicht! Hast du deinen Ausweis dabei? Hab mich daheim vergessen. Dann solltest du eigentlich immer dabei haben. Wie ist denn dein Nachname? Länger.
Wie buchstabiert man das? M-U-L-E-N-G-A. Okay, und dein Geburtsdatum? Das war wohl ein ganz schöner Schock, was? Ja, schon. Dein Geburtsdatum? 24. Juni 93. Geht doch. Ich lasse es kurz prüfen. Hallo Michael. Ach, da ist er ja wieder. Ja, willkommen zurück. Danke dir. Sag mal, Michael, hattest du schon mal einen Hexenschuss? Nicht nur einen, aber zum Glück schon länger her und hat auch nicht lange angehalten. Ich glaube ja, dass ganz viele hier einschalten, weil sie genau damit Probleme haben, mit akuten Schmerzen. Ja, klar. Also nehmen wir mal das Thema Hexenschuss. Der Schmerz kommt plötzlich, du kannst dich nicht mehr bewegen, du hast Schmerzen ohne Ende. Was machst du dann? Okay, erkläre ich dir mal. Also, automatisch will ja jeder in so einer Situation erstmal in eine schmerzfreie Haltung kommen. Das heißt, hinlegen? Eben nicht. Hinlegen bedeutet Schonhaltung. Und Schonhaltung ist immer so mit Risiken verbunden, hat so ihre Tücken. Weißt du, du riskierst neue Verspannungen, Muskelrückgang, Probleme mit dem Kreuz. Weißt du, bei einem Hexenschuss, ne, da hast du ja meistens nur einen verkrampften Muskel. Ne? Und es geht jetzt darum, den verkrampften Muskel irgendwie wieder zu lockern und neuen Bewegung zu bringen. Also trotz des Hexenschusses bewegen? Aua. Ja, du sagst es. Und deshalb hilft auch hier eine gezielte Schmerzbehandlung. Zum Beispiel mit meinem Dr. Ibuprofen. Ah, klar. Was aus einem winzigen Korn entstehen kann. Wofür wir Sorge tragen. Was wir für uns alle an Ernte einbringen. Das ist der Ertrag, auf den wir stolz sind. Hier noch ein Projekt, das gestern fertig sein muss. Okay, Chef. Bei diesem Projekt hätte ich eventuell einen Vorschlag. Sie schon wieder. Ich habe Sie nicht zum Denken eingestellt, ja? Programmieren Sie einfach, was ich Ihnen sage. Und gut ist. So, ich bin fertig für heute.